Hi Leute, das Sanu hier. Neue Season. Natürlich bringt eine neue Season in einem neuen Jahr auch einen neuen Season Pass. Und ich habe mir die Frage generell immer gestellt. Ne? Also im Prinzip ist es für mich persönlich so, dass ich das Franchise einfach abgöttisch liebe. Mit all seinen Höhen, mit all seinen Tiefen. Und dass ich mir den Season Pass eigentlich immer gönne. Also die 10 Euro, die ist es mir wert. Das ist absolut okay. Für den Zusatzkram, den man bekommt und als kleinen Support fürs Division-Team und damit das Franchise weiterlebt. Ihr wisst ja, wie es ist. So ein paar von den Skins, die so extrem überteuert sind, tut mir leid. Dann lieber ein bisschen runterschrauben mit der Kohle für die Skins. Ich meine, dann würden sie tatsächlich auch wahrscheinlich mehr machen mit und mehr Leute würden sich überlegen, oh, ja, für einen Zehner kaufe ich mir den. Aber stellenweise 25 Euro und mehr ist halt absolut frech. Ne? So, wir befinden uns im Jahr 6, Season 1, First Rogue, erster Abtrünniger. Und wie gesagt, ich hab mir dieses im Shop, muss ich das sagen, fand ich tatsächlich vom Angebot her super. Kann ich dieses Paket jetzt sehen? Ich habe eben so ein Paket geholt für 29,99. Da ist der Season Pass mit drin, da sind so noch Credits mit drin und da ist noch ein Skin und so mit drin. Also das war vom Preis-Leistungs-Faktor, aber das vollkommen okay. Jetzt finde ich den Kram nicht mehr. Da ist es. So, da ist es. Dieses Value Bundle, ne? Seht ihr ja mit dem... Kann ich das gerne mal öffnen, ne? Ja, da ist auf jeden Fall, ihr seht, das Outfit ist dabei. Premium Credits sind dabei und der Season Pass ist mit dabei. Deswegen war das absolut in Ordnung. Und da sind halt so viel so viel Premium Credits mit drin, dass du quasi den nächsten Season Pass, wenn du jetzt nicht ausgibst für irgendwas anderes, kannst du dir damit direkt den Season Pass in der nächsten Season kaufen. Deswegen, also finde ich, wie gesagt, von dem, was drin steckt, ist das definitiv ein gutes Angebot. So, aber gehen wir mal rüber. Seasons, gehen wir auf den Season Pass, auf die Belohnung. Ihr wisst ja, wie es ist, aber die ersten 27 Stufen, genau, die sind ja auch mit dabei. Wäre jetzt nicht nötig gewesen, weil das levelt sich eh sehr, sehr schnell. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Der obere Bereich, der ist für alle frei, selbst wenn ihr den Season Pass jetzt nicht kaufen solltet. Der untere Bereich ist halt Premium-Content, da kriegt ihr halt einfach nochmal ein bisschen mehr an Skins und an Goodies. Und was halt ganz geil ist, ihr bekommt halt Optimierungsbehälter, ein bisschen mehr und die entsprechenden Behälter für die Season. Jetzt hier die 6 Season 1, erster Abtrünniger, die Behälter dafür. Da ist halt der ganze Kram drin, den es in der Season auch neu gibt. Exklusive der Exos, die kommen gleich mit in dem Season-Strang an sich. Und das ist halt ganz nice. Ist besonders, sage ich mal, wenn man levelt eh schnell und wenn man die Sachen relativ zügig ausprobieren möchte, dann kriegt man die da drüber ruckizucki gefarmt. Und meistens sind die Stats, also ich habe bisher tatsächlich immer ganz gut Glück, dass die Stats recht gut gerollt sind. Ich weiß nicht, ob das so ein verstecktes geheimes Ding ist von Ubi, aber ich hatte da Glück. Ein paar von den Waffenskins hier sehen auch halt tatsächlich sehr, sehr geil aus. Ich gehe mit euch langsam hier mal durch, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Hier die ganzen extra Farben, Bekleidungsbehälter, Schlüssel. Hier die Behälter. Da Textilien wisst ihr, die ihr bei Danny Weaver aufgeben könnt, ausgeben könnt. So. Die kriegt ihr ja auch noch. Gut drin. Ein paar coole Farben sind dabei. Ich habe das vorher schon mal gesehen. Ein bisschen, ihr könnt pausieren, ich mache das ein bisschen schneller. Die Exotics kommen natürlich auch mit oben. Oben sind auch die neuen benannten Teile, die einmal kommen. Hier die Blaupause für Maske des Pfadfinders. Ihr seht, es lohnt sich schon, weil wenn die Season rum ist, da an die Blaupausen wieder ranzukommen, ist halt recht schwierig, ne? Besonders wenn es hier Sachen sind, die bekleidungstechnisch, ne? Man hat ja ein Bekleidungsset hier drin in dem Season Pass, da kommst du dann gar nicht mehr ran, wenn die Season rum ist. Also allein diesbezüglich lohnt sich das. Gehen wir mal weiter, gehen wir zu den Exos.
Die dürften ab hier. Sehr, sehr geil. Die neuen Pumpen finde ich tatsächlich richtig cool. Auch mit dem Talent. Da freue ich mich drauf. Das war eine der wenigen Sachen, die mir an der Season hier, an dem Kont, also an dem Gear, wirklich gefallen haben. Das neue Talent und die neue Pumpe. Ihr Dampf wird sogar ein nicer Skin dafür. Hier auf 85 bekommt ihr die Acosta Knieschoner. Könnt ihr eigentlich direkt den von Level 84 auf 86 überspringen. Lasst 85 einfach aus, weil die braucht ihr eh nicht. Scheiß Dinger. Auf Level 90 gibt es die Overlord, die optisch sehr, sehr geil aussieht, aber auch eine Pumpe ist, die... Keine Ahnung. Ich finde sie absolut nicht gut. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob irgendjemand im PvP die gebrauchen kann, weil die verlangsamt die Gegner, wenn man sie trifft. Braucht man nicht wirklich. Aber ja, vielleicht machen sie da ja noch was dran. So, das war, wie gesagt, Blaupause dafür auch auf 91. Die Acosta Knieschoner. Da die Blaupause. Und dann gehen wir weiter. Und dann hier, seht ihr hier, das Outfit ist von Agent Jung Yas. Für alle, die ihn nicht kennen, es gibt ja so kleine Romane von Division, so Novels. Und Agent Jung Yas spielt eine Rolle in dem Novel Kreuzung. Sehr, sehr geil, dass sie das mit eingefügt haben, weil das Outfit sieht eigentlich ganz geil aus. Gefällt mir. Schade, dass nur eins drin ist. Hab mir gerne mehr gewünscht. Aber ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und um erster Abtrünniger Patch, das sieht tatsächlich auch nice aus. Ja, so, wie gesagt, ne, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin, wie zu Anfangs erwähnt, ich unterstütze Division, was das angeht. So manche Sachen unterstütze ich nicht, weil da die Ubi-Obrigen sagen, hier, gib mir 30 Euro für den Skin oder so hier. Ne, F you. Gibt's nicht. Ja, ist halt tricky. Aber so Sachen wie so ein Angebot, hin und her, dann ist das in Ordnung. Ne? Und wir wollen ja, dass das Franchise weiterlebt. So, in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr... ja, über den Content sagt, des Season Passes und ob ihr ihn euch gegönnt habt oder nicht. Und ich bin raus, bis zum nächsten Mal.